Ob in der Industrie oder im Labor, im Fotostudio oder zu Hause, überall werden Akkus und Batterien eingesetzt. Weder das Handy noch die Digitalkamera, der MP3-Player oder der Camcorder. Ohne Energiespeicher geht nichts. So sammeln sich mit der Zeit eine Menge verschiedener Ladegeräte an. Geht das nicht auch anders? Die Ansmann AG, als einer der marktführenden Hersteller in den Bereichen Akku- und Ladetechnik, hat sich intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt. Herausgekommen ist das Akkumanagementsystem Energy XC3000, eine Kombination aus universellem Ladegerät und Batterietester. Natürlich können Sie auch bei Akkus in Sekundenschnelle sehr genau bestimmen, wie viel Energie noch zur Verfügung steht. Mit dem Energy XC3000 können Sie Rundzellen dieser Größen, also Mikro, Mignon, Baby, Mono, 9-Volt-Block und Lithium-Ionen- und Lithium-Polymer-Akkupacks laden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, praktisch alle gängigen Akkus, Batterien und Knopfzellen zu testen. Das Gerät ermittelt innerhalb weniger Sekunden zuverlässig die Restkapazität, angegeben in Prozent, und die Spannung der jeweiligen Zellen. Das Gerät hat eine Menge sinnvoller Funktionen. Trotzdem ist die Bedienung über die drei Tasten und den beiden LCD-Feldern sehr einfach. Das Kabel des Netzteils wird einfach in das Gerät eingesteckt, anschließend wird der Netzstecker mit den Steckdosen verbunden. Bevor Akkus eingelegt werden, haben Sie die Möglichkeit, den Ladestrom zu wählen. Zur Auswahl steht ein mittlerer oder ein hoher Ladestrom. Dazu einfach die OK-Taste drücken. Danach kann man mit den beiden Pfeiltasten den Wert 1000 oder 2000 anwählen. Mit OK wird bestätigt. Für Mikroakkus beträgt der Ladestrom 250 oder 500 mA, für den 9-Volt-Block 75 mA. Moderne Akkus sind schnell ladefähig und können ohne Probleme mit hohem Ladestrom geladen werden. Für eine schonende Ladung können Sie den geringeren Ladestrom wählen. Der gewählte Wert bleibt dann so lange eingespeichert, bis Sie eine Änderung durchführen. Von Haus aus ist das XC3000 auf 2000 mA eingestellt. Rundzellen der Größen Mikro, Mignon, Baby und Mono werden so in den Ladeschacht gelegt. Bitte darauf achten, dass der Pluspol nach oben zeigt. Werden Akkus falsch herum eingelegt, kann auch nichts passieren. Allerdings findet dann keine Aufladung statt. Es können gleichzeitig bis zu 8 Mikro- oder Mignon-Akkus, 4 Baby- oder Mono-Akkus und 2 9-Volt-Blocks geladen werden. Natürlich können Sie auch nach Belieben mischen. Das Energy XC3000 kann neben dem normalen Lademodus Charge noch zusätzlich die Programme Discharge, Battery Test und Cycle durchführen. Darauf kommen wir gleich zurück. Im Standardmodus, also ohne Umprogrammierung, führt das Gerät eine ganz normale Aufladung im Charge-Modus durch. Neben dem Standard-Ladeprogramm Charge, dies bedeutet Laden, bietet das XC3000 noch weitere sehr sinnvolle Programme an. Mit dem Programm Battery Test, das heißt Kapazitätstest, können Sie zuverlässig und bequem die erreichbare Kapazität von Akkus ermitteln. So finden Sie beispielsweise heraus, wie fit Ihre Akkus noch sind. Im Modus Cycle werden müde Akkus durch wiederholtes Laden und Entladen wieder munter. Sicher hat der eine oder andere Anwender Akkus, die schon längere Zeit nicht benutzt wurden. Um wieder eine hohe Kapazität zu erreichen, lässt man diese mehrfach komplett laden und entladen. Der vorübergehende Kapazitätsverlust ist so oftmals wieder umkehrbar. Beim XC3000 sind zwischen 1 und 10 Lade- bzw. Entladezyklen frei wählbar. Discharge-Modus ist eher etwas für Spezialisten, die beispielsweise für Versuchszwecke entleerte Akkus benötigen, denn hier werden die Akkus nicht mehr aufgeladen. Die Programmierung des XC3000 ist ganz einfach. Unmittelbar nach Einlegen des Akkus haben Sie die Möglichkeit, das Wunschprogramm auszuwählen. Mit Hilfe der Pfeiltasten springen Sie einfach von Charge über Discharge nach Battery Test oder Cycle. Der gewünschte Modus wird mit der OK-Taste bestätigt. Wurde Cycle angewählt, können Sie anschließend noch die gewünschte Anzahl der Zyklen, also 1 bis 10, mit Hilfe der Pfeiltasten auswählen. Mit OK bestätigen und schon geht es los. Falls Sie sofort auf OK drücken, beginnt der Charge-Modus auch sofort.
Meistens will man eines dieser Sonderprogramme für mehrere Akkus gleichzeitig anwenden. Das ist auch gar kein Problem und Sie müssen diese Umprogrammierung nicht bei jeder Zelle einzeln durchführen. Nachdem Sie zum Beispiel 4 Akkus nacheinander in die Ladeschächte eingelegt haben, führen Sie die Programmwahl einfach nach Einlegen des letzten Akkus durch. Diese Einstellung bezieht sich dann auf alle soeben eingelegten Akkus. Während dem Lade- bzw. Entladeprozess können Sie so oft Sie wollen alle Messwerte auslesen. Die kleine Zahl oberhalb der Akkusymbole, also 1 bis 8, 9 Volt oder Lithium-Ionen, zeigen die ausgewählte Zelle an. Mit den Pfeiltasten kann eine andere Zelle angewählt werden. Sofort wird angezeigt, in welchem Modus sich diese Zelle gerade befindet. Zur Auswahl stehen Charge, Discharge, Battery Test und Cycle. Wollen Sie die Werte von diesem Akku auslesen, bitte einfach die OK-Taste drücken und mit den Pfeiltasten die gewünschten Parameter anwählen. Sie können die Spannung, Voltage, den Ladestrom, Current, die eingeladene Kapazität, Capacity und die bisherige Ladezeit, Time, ablesen. Das Ende des jeweiligen Programms wird durch das kleine Häkchen unterhalb des Akkusymbols angezeigt. Ist das Programm zum Beispiel nach dem Battery-Test abgelaufen, können Sie unter der Anzeige Capacity die erreichte Kapazität Ihres Akkus ablesen. So finden Sie bequem heraus, wie fit Ihre Akkus noch sind. Das XC3000 erkennt sowohl defekte Akkus als auch Alkaline-Batterien. Innerhalb kurzer Zeit wird durch dieses Symbol signalisiert, dass diese Zelle defekt ist bzw. dass es sich um eine nicht aufladbare Alkaline-Batterie handelt. Selbstverständlich wird diese dann nicht geladen. Übrigens, geladene Zellen können gerne im XC3000 verbleiben. Aufgrund der Impulserhaltungsladung bleiben diese immer voll und sind bereit für den Einsatz. Neben den klassischen Rundzellen oder 9-Volt-Blocks können Sie auch Ihre Lithium-Ionen- und Lithium-Polymer-Akkupacks über die im Set enthaltene Adapterplatte laden, zum Beispiel von der Digitalkamera, dem Camcorder oder Ihrem Handy. Hier beträgt der Ladestrom 700 mA. Da die Adapterplatte mit verstellbaren Kontakten ausgestattet ist, können Sie eine Vielzahl von verschiedenen Fabrikaten versorgen. Bei den meisten Akkupacks ist der Plus- und Minuspol durch Symbole gekennzeichnet. Ist dies nicht der Fall, sind in den meisten Fällen die beiden äußeren Kontakte die richtigen. Die Kontakte der Adapterplatte können mit Hilfe der beiden Drehräder exakt auf den richtigen Kontaktabstand eingestellt werden. Anschließend noch den Akkupack einklemmen und schon kann die Ladung beginnen. Es kann übrigens nichts passieren, auch nicht, wenn versehentlich die falschen Kontakte verwendet werden. Die Adapterplatte muss nun in das Gerät eingesetzt werden. Das XC3000 erkennt von selbst die richtige Polung und ob die Akkuspannung 3,6 oder 7,2 Volt beträgt. Anschließend beginnt automatisch der Ladevorgang. Im Übrigen stehen hier auch die gleichen Ladeprogramme wie bei den Rundzellen zur Verfügung. So können Sie beispielsweise auch bei Ihren Lithium-Akkupacks leicht die erreichbare Kapazität ermitteln. Das Akkumanagementsystem XC3000 ist nicht nur ein sehr universelles Ladegerät, sondern auch gleichzeitig ein hervorragender Akku- und Batterietester. Praktisch alle am Markt gebräuchlichen Rund- und Knopfzellen können überprüft werden. Rundzellen, egal ob Akkus, Alkaline-Batterien oder Lithium-Batterien, werden mit dem Pluspol nach unten auf den richtigen Prüfkontakt positioniert. Der richtige Prüfkontakt ist aufgrund der übersichtlichen Beschriftung sehr leicht zu finden. Anschließend müssen Sie nur noch die Messspitze mit dem Minuspol kontaktieren. Dies geht aufgrund des Spiralkabels sehr bequem und einfach. Im Display wird sofort die Restkapazität in 10% Schritten und die Zellspannung angezeigt. Bei der Prüfung von Knopfzellen wird das Spiralkabel gar nicht benötigt. Legen Sie einfach die Knopfzelle, dieses Mal den Minuspol nach unten, auf den richtigen Prüfkontakt und schieben Sie die Knopfzelle an den zweiten Kontakt am Rand. Sofort zeigt das XC3000 die Restkapazität in Prozent und die Zellspannung in Volt an.
Das Akkumanagementsystem Energy XC3000 ist aufgrund seiner hochwertigen Ausstattung das ideale Gerät für anspruchsvolle Anwender im gewerblichen und privaten Bereich. Ansmann gewährt 3 Jahre Garantie.